Guten Morgen zusammen. Seit heute bin ich wieder aus der Corona-Quarantäne aufgetaucht und werde jetzt wieder live meinen Dienst verrichten und nicht nur online. Ich nehme das mal zum Anlass, mich dazu zu äußern, wie ja meine Position zu dieser ganzen Situation ist. Und da kann ich nur sagen, ich habe keinen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich die unterschiedlichsten persönlichen Erfahrungen mit Corona, mit der Krise gemacht habe und die lassen sich nicht unter ein einfaches Vorzeichen drücken. Ich habe keine, das bedeutet auch, dass ich für das Gespräch mit allen nach wie vor offen bin, weil meine Erfahrung sich manchmal mit der einen wie mit der anderen Seite ähneln. Und zugleich möchte ich sagen, dass ich diese einseitige Positionierung mit der gleichzeitigen Weigerung, mit anderen zu reden, überhaupt nicht verstehen kann. Und ich kann auch sagen, warum. Erstens mal geht es hier um Erfahrungshintergründe. Ich nehme mal für mich in Anspruch, dass meine Erfahrungen mit Corona sehr, sehr unterschiedlich sind und dass ich auch etliche gemacht habe. Da gibt es sicherlich auch einige andere und ich denke, wer so unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat, wird sich nicht einfach auf ein einfaches Pro oder Contra reduzieren, sondern wird die Sache komplexer sehen. Einmal die Geschichte mit meiner Mutter, die keine Aufnahme in den Krankenhäusern fand, weil man ja die Betten für Corona freihalten musste. Und die am Abend dann starb und dann quasi in die ja, Corona-Reihung mit reingenommen wurde, obwohl sie das gar nicht hatte oder obwohl man sie quasi abgelehnt hat. Und aufgrund dessen ist sie frühzeitig gestorben. Okay, sie wäre wahrscheinlich ohnehin gestorben, aber vielleicht doch unter netteren Bedingungen. Vielleicht auch, dass jemand bei ihr gewesen wäre. Das hat mich sehr, sehr böse gemacht. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich eine frühzeitige Impfung nicht hier gemacht habe, sondern in Russland, weil zu dieser Zeit ja waren noch lange nicht alle Menschen in der Pflege geimpft und da habe ich gedacht, naja gut, du bist sowieso in Russland, mach das mal. Dann habe ich mich zweimal mit Sputnik impfen lassen, bin zweimal hingeflogen und durfte dann die Erfahrung machen, dass aus welchen Gründen auch immer diese Impfung nicht anerkannt wurde. Und ich muss sagen, diese gegenseitige Nicht-Anerkennung der Impfung bei gleichzeitiger Notzulassung von Impfungen hier, das ist ein Politikum, das ärgert mich ebenso. Dann habe ich mich impfen lassen, was denn gar nicht mehr anders ging mit BioNTech. Ich habe alle Impfungen gut verkraftet, das war nicht das Ding. Und ich bin auch nicht traurig drum, dass ich jetzt viermal geimpft worden bin. Alles völlig in Ordnung, weil zwischendurch starb denn mein Schwiegervater in Perm, das ist in Russland, der immer gedacht hat, er als sportlicher Mensch, wenn auch gerade mal auf die 80 zugehend, er wird das nicht kriegen. Und als er es denn gekriegt hat, hat er sich verkrochen und ist aufgrund dessen dann gestorben. Die andere Seite der Medaille. Nicht zu verharmlosen, aber auch nichts zu beschönigen. Dann, ja, trotz Impfung und alledem, bin ich denn auch nochmal selbst infiziert worden, wobei ich sagen muss, der Verlauf war erträglich und nach einer Woche war es auch weg. Selbsttest habe ich gemacht, der war dann schon wieder negativ nach einer Woche. Ich durfte dann aber noch eine Woche ausharren. Und weil das alles so gut geregelt ist, bin ich denn nicht nur 14 Tage in Quarantäne gewesen, sondern 16 Tage, weil der Tag der Probenentnahme natürlich nicht mitzählt. Und ich keinen Termin mehr an dem Tag gekriegt habe, wo ich einen positiven Schnelltest gemacht habe. Also zwei verlorene Tage. Wofür? Keine Frage, weiß ich nicht. Ich hätte vielleicht in dieser Woche was für die Menschen hier tun können. Okay, ist eine Regel, hält man sich dran, so blöd das ist. Und ich muss sagen, in diesem ganzen Durcheinander kann ich mich nicht mehr eindeutig positionieren. Natürlich habe ich gespürt, dass es nicht nett ist, Corona zu haben. Und natürlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass man daran sterben kann, ja. Aber zum anderen habe ich auch so viel Widersinn erlebt, dass ich sagen muss, bei aller Barmherzigkeit, dass man sagen muss, man kann nicht alles ad hoc gut regeln. Mischen sich doch in diese Dinge so viele andere Faktoren, die ich denn nicht verstehe, politische, aber auch wirtschaftliche,
War doch so schön, die Betten freizuhalten, weil für nichts Geld zu kriegen. Und zum anderen der Aspekt, dass die Pflegekräfte davon nicht profitieren, die Krankenhausträger aber schon, das macht mich ärgerlich. Weil hat nichts mit der Pandemie zu tun, sondern das ist eher ein Hemmschuh in dieser ganzen Geschichte. Und die Gesellschaft wird pauschal in die Verantwortung gezogen. Und wie viel wir an Steuermitteln da reingepulvert haben, das haben wir völlig dahingestellt. Insgesamt, vielleicht mein persönliches Fazit, ja, die Situation ist dazu angetan, etwas dagegen zu tun. Und es ist auch gut, dass was dagegen getan wird. Was schwierig ist, ist das politische Moment im Hintergrund. Und was noch schwieriger ist, ist das finanzielle Moment im Hintergrund. Und da muss man eher die Frage nach der Situation im Gesundheitswesen generell stellen, ob ein Gesundheitswesen nicht doch eher öffentlich sein müsste. Und dann natürlich danach, wie das sich mit Wahlen verhält und wie man sich da verhält gegenüber dem Bürger, wie man da nachgibt und so weiter und so fort. Da ist man hinterher immer schlauer, das ist gar keine Frage. Generell, ja, okay, das ist so, wie es ist, mit allen handwerklichen Mängeln. Aber das, was da ganz schief gelaufen ist, ich meine, das müsste aufgearbeitet werden. Seid bitte vorsichtig, verweigert euch nicht an Stellen, wo das absolut nicht nötig ist. Und ich denke, diese Hygienevorschriften, die sind einzuhalten. Und wenn man das durch hat, dann muss man sagen, na ja, was ist denn besser, mal eine Maske zu tragen oder da dieses Corona zu haben? Kann man für sich selbst entscheiden. Ich meine, Corona müsste man nicht haben. Ob das alles zielführend ist oder nicht, das kann man stundenlang diskutieren. Man kommt aber nicht darum herum, auch seine persönlichen Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, ja gut, in Rücksichtnahme auf andere, Rücksichtnahme auf das Geschehen, gehe ich auch mal bei Sachen mit, die ich vielleicht nicht 100% für mich bejahe. Ich denke, da fällt keinem der Zacken aus der Krone. Was das alles verfassungsrechtlich und so weiter bedeutet, das muss man im Nachhinein aufarbeiten, das kann man nicht in situ machen. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn das frühzeitig denn auch geschieht in einer breiten Diskussion und nicht in einer eng geführten von Lagern, die sowieso immer sich gegenseitig bestätigen oder gegenseitig zerlegen. Insofern habt ihr jetzt wahrscheinlich durch mein Statement nichts gelernt, außer bleibt offen. Bleibt offen für das, was ist. Sagt nicht eure eigene Einsicht oder euer eigenes Vorurteil, das sei das Maß aller Dinge und danach sollten sich die anderen richten, sondern geht darauf ein, dass es auch noch andere Menschen gibt, die vielleicht auch legitime Bedürfnisse nach Sicherheit, Gesundheit und so weiter haben. Alles Gute euch und ja, bleibt im Gespräch und ja, schmeißt mal eure Erfahrung zusammen. Da kommt eine ganze Menge zusammen, was vielleicht zielführend ist. Aber das kann man auch nur tun, wenn man bereit ist, diese Erfahrung miteinander auszutauschen. Euch alles Gute und ja, Gottes Segen.